Guten Abend und dobry wieczór. Vielen Dank. Wir haben heute Abend zwei Motti. So oder so. Du musstest fallen, Hamlet. Zum Leben warst du ungeeignet. Du glaubtest an kristallene Begriffe und nicht an Menschenleben. Du lebtest von den unaufhörlichen Krämpfen und wie in einem Traum fingest du die Chimären. Gierig bissest du die Luft und erbrachst dich sogleich. Du konntest nicht Menschliches. Selbst atmen konntest du nicht. Zbigniew Herbert. Uch, mein Lieber. Stille, Malzer Reich-Ranicki, Stille nach diesem Zitat. Es gibt ein zweites Zitat, und zwar von Dariusz Musza. Ich fand Shambhala nicht und auch kein ewiges Land, in dem gutmütige Weise die Welt im Gleichgewicht halten. Ich erlebte auch nicht den entscheidenden Krieg zwischen den Mächten des Bösen und denen des Guten. Und einen einzigen Augenblick lang fühlte ich die Liebe, die so tief war wie der Schlaf der ältesten Sonne. Wenn Sie von Lyrik ein bisschen Ahnung haben, beachten Sie die letzte Zeile. Nicht der ältesten Sonnen, der ältesten Sonne. Ich möchte, bevor Manfred Mack und der verehrte Kollege und Schriftsteller und Dissident Leszek Szaruga auftreten, noch ein paar Worte aus dem Kopf sagen. Und zwar Manfred Mack, Mitarbeiter des Deutschen Polen-Institutes, geboren 1955, Einschwabe, was nicht zu sagen hat. Er hat Russland verraten, er hat sich in Polen verliebt, schon in den frühen 70ern. Der verrückte Schwabe. Ein verrückter Schwabe. Sämtliche Stereotype passen nicht, lieber Leszek, passen nicht. Und es ist ein jemand, der vor allen Dingen die rechte und die linke Hand von Karl Detzius gewesen ist. Das muss man einfach sagen. Das Deutsche Polinstitut, soweit ich mich erinnere, ist entstanden 1979. Ist das richtig, Manfred? 80? Ich denke immer an die Schallplatte The Wall von Pink Floyd, deshalb 79. 1980. Und Manfred Mack hat im Prinzip an einem großen Werk mitgearbeitet und war Mitgestalter der polnischen Bibliothek bei Amann und Sorkamp, was sehr wichtig ist. Und außerdem, was soll ich sagen, das ist eine Koryphäe, das ist jemand, der wirklich von Polen Ahnung hat. Und ich freue mich sehr, dass er gleich den verehrten Leszek Szaruga vorstellen wird. Der hat sehr gute Geschichte polnischer Literatur geschrieben. Das hat er, glaube ich, davon weiß ich nichts. Hast du das? Ich kenne nur eine von Czesław Miłosz, die ist auf Englisch erschienen. Aber jetzt bitte ich euch auf die Bühne. Anfangen. Ich muss mich vorstellen. Nein. Leszek Szaruga ist der Name. Eigentlich heißt er Alexander Wilpscha. Und wenn Sie zum Fenster rausschauen und das Wetter sich anschauen, dann wissen Sie, warum er dieses Pseudonym gewählt hat. Szaruga heißt nämlich Sauwetter. Da ich davon ausgehe, dass Sie alle das Programm gelesen haben, will ich auf die Einzelheiten seines Lebens jetzt gar nicht eingehen. Sie können das auch in Wikipedia nachlesen, sondern ich erzähle Ihnen vielleicht, wie ich ihn kennengelernt habe. Es war Anfang der 80er Jahre. Ich war ein junger Student, der eine Doktorarbeit über die Untergrundliteratur in Polen vorbereitete. Archivstudien zu diesem Thema konnte man zu Zeiten des Kriegsrechts
aus naheliegenden Gründen nicht betreiben. Deshalb versuchte ich mit Mitteln der Oral History an Informationen heranzukommen. Ich war in Berlin, dort gab es viele ehemalige Dissidenten, Solidarność-Aktivisten und habe dort mit der Schriftstellerin Eva Maria Slaska und ihrem damaligen Lebenspartner ein Interview geführt. Und am Ende dieses Interviews zeigte ich ihnen dann noch eine Liste von mehreren Personen und fragte zur Sicherheit, ob sie denn nicht zufällig diese Leute kennen und mir den Kontakt vermitteln können. Ja, und dann las ich diese 6 Namen vor, die ich mir aufgeschrieben hatte. Meine Gesprächspartner fingen an zu lachen und sagten mir, ich sei ein Glückskind. Denn zufällig hätten 4 der 6 genannten Personen für heute Abend ihren Besuch angekündigt. Wenn ich noch ein wenig Zeit hätte, könnte ich sie alle an diesem Abend kennenlernen. Erfreut wartete ich den Besucherandrang ab, aber es kam nur einer, Leszek Charuga. Ich war enttäuscht, denn ausgerechnet den konnte ich schon ein wenig zuordnen, wusste, dass er der Sohn der beiden in Berlin lebenden Schriftsteller und Übersetzer Witold Wirpscha und Maria Kurecka ist, der unter dem Pseudonym Charuga Gedichte schreibt und als Redakteur Untergrundzeitschriften herausgibt. Und erst im Verlauf des Abends bei Eva Maria Slaska und unseren anschließenden Gesprächen im Europasender erfuhr ich, dass er nicht nur das Pseudonym Charuga hat, sondern sich gleich mehrere ausgedacht hat. Jadwiga Kwiatkowska, Krzysztof Sawrat, Tantal, ja, und alle diese wunderbaren Menschen konnte ich dann an diesem Abend kennenlernen. Dieser ersten Überraschung sollte noch eine weitere folgen. Ein in Anführungszeichen normaler Mensch hat einen Beruf, einen Wohnort und einen Arbeitsplatz. Leszek Charuga, so musste ich erfahren, ist kein normaler Mensch. In den 80er Jahren hatte er 3 Wohnorte. Berlin, Stettin, Warschau. Mehrere Berufe. Dichter, Essayist, Übersetzer, Redakteur, Polonist und Germanist. Lass das. Und in Stettin war er an der Uni für die Polonistik zuständig. Etwas später oder gleichzeitig, ich weiß es nicht mehr, in Częstochowa als noch als Germanist. Bitte nicht. Und in Warschau arbeitete er, wenn er denn mal in Warschau war, auch noch in der Redaktion einer russischsprachigen Zeitschrift, die den Russen Polen näher bringen soll. Und dass er nebenher auch noch für die Pariser Kultura und später für die Olsztyner Borussia wunderbare Rezensionen über die zeitgenössische Lyrik aus Polen schrieb, versteht sich von selbst. So wie es sich auch von selbst versteht, dass so ein Mensch irgendwann mal unter all diesen Aufgaben zusammenbrechen muss. Die Nachricht von seinem Herzinfarkt, nachdem er das Rauchen aufgegeben hatte, kam zwangsläufig. Und damit sind wir auch schon bei dem Roman, der heute vorgestellt werden soll. 4 Herren, alle schon etwas älter, treffen sich im Sanatorium des Schriftstellerverbandes am Rande von Warschau in Konstanzin. Alle mit Herzproblemen, nach Herzinfarkt, nach Operationen. Und sie machen das, was man in Polen gern macht. Sie erzählen sich Geschichten aus ihrem Leben. 4 Männer aus unterschiedlichen Generationen,
mit unterschiedlichen politischen Einstellungen, unterschiedlichen Lebensläufen, haben ein Thema, Polen. Und in dem Roman, das Foto, dürfen wir an dieser polnischen Gawenda teilnehmen, dürfen erfahren über die schwierige, verwickelte polnische Geschichte im 20. Jahrhundert. Für mich das Faszinierendste an diesem Buch ist die Tatsache, dass wir dadurch auch die Vielschichtigkeit der polnischen Erfahrungen im 20. Jahrhundert kennenlernen. Wer die aktuellen Debatten in Polen über Geschichte und aktuelle Politik verfolgt, der weiß, wie rechthaberisch, unversöhnlich, aggressiv diese Debatten von beiden Seiten geführt werden. Und er weiß auch, wie abstoßend das mitunter wirkt. Wer das Buch von Leszek Czabuga liest, der bekommt nicht, wie es in Polnisch so schön heißt, zur Erbauung des Herzens eine Wahrheit präsentiert. Nein, er bekommt ein faszinierendes Panorama der verschiedenen individuellen Wahrheiten. Und er bekommt noch mehr. Er bekommt auch das Gespür dafür, dass Polen nicht immer nur über ihr eigenes Schicksal lamentieren, sondern auch das eine der Folgen der von Polen ausgegangenen friedlichen Revolution von 1989, sich Gedanken machen über den Zustand der Welt, in der es neben den polnischen Problemen noch ein paar andere grundlegende Menschheitsprobleme gibt. Bevor ich die erste Frage zum Buch stelle, will ich noch ein Gedicht von Leszek Czabuga vortragen, in dem es auch um ein Foto geht. Danach. Wir leben in einer Übergangszeit, die unsere Enkel vielleicht als Epoche bezeichnen werden. Wir wissen nichts von uns, doch sie werden uns klassifizieren wie Schmetterlinge in den Vitrinen der Geschichte. Wir werden hinter den Scheiben hervorschauen, mit toten Augen, und die Kinder unserer Kinder, die Eroberer der Sterne, werden das Familienalbum durchblättern. Dieser altmodische, ältere Herr bin ich. Die Fotografie ist etwas verblasst. Reglos stehe ich da und blicke in die untergehende Sonne. In der Ecke links oben sieht man einen leuchtenden Punkt. Und eben deshalb ist dieses alte Foto so bedeutend. Das war das erste Zeichen. Danach kamen weitere. Ja, lieber Leszek, man kannte dich vor diesem Roman als, ich zähle es nochmal auf, Lyriker, Übersetzer, Literaturwissenschaftler. Ein paar kleine Erzählungen gab es nicht. Wie kamst du dazu, dich plötzlich an einen Roman zu wagen? Und warum war es gerade dieses Thema? Das muss ich sagen, ja, das ist der vierte Roman. Die drei früher hat man verbrennen, einfach so. Ich wusste, dass sie nicht so gut sind. Aber ich wollte mein Leben zeigen, aber nicht in diesem Sinne, dass so eine persönliche Erfahrung ist, sondern dass so eine Generationserfahrung oder historische, wichtige Epoche ist, zeigen. Also ich würde sagen,
Ende 60er, Anfang 70er Jahre in Europa, weil für uns alle sehr wichtig. In Deutschland, das kann man sehr gut beobachten. In Polen vielleicht nicht so, aber das war Anfang der außerpolitischen, außerparlamentarischen Opposition. Nicht so genannt wie APO in Deutschland, sondern auf kommunistische Welt Sorge machen. In diese kommunistische Welt Sorge machen. Für mich war sehr wichtig zeigen, dass die Empfindlichkeit von dieser Generation war gleich im Westen und im Osten. Das war erste Sache für diesen Roman. Zweite Sache, also du hast das gezeigt von der politischen Seite. Ich würde sagen, das ist nicht so. Das ist so ein Roman über die Liebe. Das ist ein Roman über eine Lieblingsgeschichte. Und das Foto, das Anfang zeigt sich, hat die Bedeutung auch für die menschliche Geschichte überhaupt, ja? Wenn das so ein Foto von die Leute, die hungrig sind in Afrika zeigt, aber eine Person, die hat in sein fast ein geheimnisvolle Sache. Und das ist wie in ein Foto, in einem Film von Antonioni, wo das Foto von verschiedenen Sachen beobachtet ist, um zu zeigen, um was es geht in diesen Episode, in diese kleine Sache. Man weiß bis zu Ende nichts, um was es geht. Beim Ende meines Romanes geht um das Mondstein. Also gibt es sowas auf Deutsch? Mondstein? Ja, also als Symbol von unbekanntes Leben. Also wir wissen nicht, von unseres Leben kommt. Wir haben unsere Lebenserfahrungen, historische Erfahrungen, alles, was wir wissen. Aber von das alles, wir wissen nichts, was kommt. In diesem Roman formuliere ich die Frage, was kommt, was werden wir machen. Aber das sind die Fragen für die offene Welt, für die nächsten Leute, für die Leser. Und wie haben diese Leser in Polen auf dieses Buch reagiert? Wie haben die Kritiker reagiert? Das Buch hat sehr gute Rezensionen gehabt, aber ich meine, die Rezensenten, die Kritiker, haben sehr gut geschrieben, wie das geschrieben ist, wie das gemacht ist, diese alle technischen Probleme, Narrationsprobleme. Also das ist nicht so eine einfache Narration.
weil sie drei verschiedene Niveaus hat. Aber die haben das sehr gut geschrieben. Aber die wollten nicht zu dieser Hauptfrage kommen. Also die wollten einfach nicht sehen, dass solche Fragen gestellt sind. Im Klappentext kann man lesen, das Foto ist ein Roman, in dem der Autor versucht, das Erbe wiederzufinden, das eine heutige Gemeinschaft in Polen ausmachen könnte. War das auch eine, ja, gesellschaftspädagogische Absicht beim Schreiben des Buches? Nein, ich wollte einfach sagen, was ich fühle, was einfach daneben mir geschehen. Und das alles andere war für mich nicht so wichtig. Also ich wollte welche Geschichte erzählen, die hat auch die Liebesgeschichten dazu gehabt und so und so. Aber ich wollte nichts pädagogisch sagen. Ich wollte einfach die Fragen stellen. Das war für mich das Wichtigste. Die Fragen, was wir wollen damit machen, was wir haben. Ja? Und das, was wir haben, habe ich gezeigt. Also mit dieser vier Personen, die in einem Sanatorium, genauso wie in Thomas Mann, Zauberberg gezeigt ist. Also kleine Gesellschaft, vier Männer, die zusammen reden, haben verschiedene Lebensläufe, aber die leben jetzt, ja, und die fragen, was von das alles kommt. Und ich wollte nicht antworten in diesem Roman. Ich wollte die Fragen stellen. Und das alles haben die Kritiker erkannt, ja. Das ist von Thomas Mann. Ja, klar. Okay. Fantastisch. Manche haben auch den Film von Antonioni gesucht. Ja, okay, mit Foto passiert sowas. Aber von das alles haben sie nicht weiteres entwickelt. Und das ist für mich so eine Überraschung. Für mich mit die überzeugendsten Stellen sind die Stellen, wo du die letzten Lebenstage deiner Mutter und die Gespräche mit ihr beschreibst. Ist das Buch auch ein Versuch, das Vermächtnis deiner Mutter noch einmal in Erinnerung zu rufen? Weißt du, das ist so, so schmerzlich, darüber zu reden. Aber völlig klar, es gibt keinen Autor, der nichts über sein Leben schreibt. Meine Mutter, also meine Mutter war krank, also krebskrank. Ich habe geholfen, ihr zu sterben. Und sowas in diesem Roman ist auch gezeigt. Ich wollte nicht so detailliert erzählen, um was es geht. Aber ich meine, das war für mich so persönlich wichtige Erfahrung, dass ich musste, sowas zu dokumentieren. Also von nicht dieser Seite, aber von verschiedenen Seiten ist es so, dieses Roman eine Dokumentation von meiner Erfahrungen.
Jetzt lassen wir den Roman ein wenig ruhen. Und bevor wir lesen aus dem Roman, wollen wir noch deine Nebentätigkeit vorstellen, die vor wenigen Monaten in Form eines schönen Büchleins erschienen ist, nämlich seine Aphorismen. Wer mit ihm auf Facebook befreundet ist, und ich empfehle das sehr, der konnte die Aphorismen auch vorher schon lesen. Es ist in Polen nicht ganz einfach, Aphorismen zu schreiben, nachdem nach Brudzinski und Stanisław Jerzy-Lec. Und ja, du bist einer der wenigen, die es wagen, in diese große Spur zu gehen. Du spielst auch mit den Vorgängern, indem du ihre Themen aufgreifst. Aber ich wusste immer, dass Stanisław Jerzy-Lec, der wichtigste von polnischen Aphoristen, ein Lehrer von Karl Kraus war. Also, es ist eine Tradition, also die weiter so wollen spielen. Ja. Ja, und dass das gelungen ist, das wollen wir auch nicht vorenthalten. Deshalb ein paar Aphorismen. Ja, und jetzt wollen wir hören, was der Nachfolger von Stanisław Jerzy-Lec uns zu sagen hat. Politiker sind Menschen, die sehr beschäftigt sind. Mit sich selbst. Ich schlage eine neue Denkrichtung vor. Den Postidiotismus. Oft ist ein unmoralischer Profi besser als ein professioneller Moralist. Und jetzt greift er ganz hoch, indem er eine Gedichtzeile von Adam Mickiewicz variiert, der auch schon mal etwas über kleine Leute geschrieben hat. Das stimmt. Er schreibt: große Zeiten, das ist das Element der kleinen Leute. Kleine Leute brauchen keinen großen Horizont. Kleine Schritte machen nur große Politiker. Demokratie, der Kompromiss zwischen Tyrannei und Bürgerkrieg. Man sieht, er hat die Zeit nach 89 sehr genau beobachtet. Die Nationalcharakter sind verschieden. Ich habe Angst vor den Nationen ohne Charakter. Jede Herrschaft kann Menschen entgegenkommen. Mit Panzern. Jetzt vielleicht eine Beobachtung, was sich nach 89 alles verändert hat in Polen, vielleicht auch im Freundeskreis. Wie tief muss man fallen, um Karriere zu machen? Ein Aphorismus, der, glaube ich, gerade auch in diesem Haus ganz aktuell ist: warum denke ich, dass die Nationalisten mit einem fremden Akzent sprechen? Man muss krank sein, um gesunde Ansichten zu haben. Hier hat er jetzt bei dem nächsten ein wenig bei dem Meister geklaut. Wer mit dem Strom schwimmt, kommt nicht zur Quelle. Wie heißt es bei Letz? Nur wer gegen den Strom schwimmt, kann zur Quelle kommen. Das Militär ist die Schule des Lebens. Es lernt zu töten. Oft erweist es sich, dass auf der politischen Bühne
die Souffleure die Hauptrollen spielen. Es gibt Gedanken, die sind so treffend wie Kugeln. Geständnis eines Scharfschützen. Mein Ziel ist der Mensch. Humanist. Er verbirgt die Geheimnisse des Menschen. Auch auf die von der Freiheit Betrunkenen wartet die Ausnüchterungszelle. Dann ein Selbstbekenntnis. Ich gehöre wohl zur antinationalen Minderheit. Ich habe Angst vor den Nationalisten, die ihren Horizont erweitern wollen. Ich fürchte mich vor lebenden Heiligen. Ihr Glaube ist unmenschlich. Dann ein sehr schöner noch zum Abschluss. Ein wirklicher Humanist glaubt an den Menschen, auch wenn dieser Glaube nicht erwidert wird. Also ich muss dir bedanken für diese Übertragung. Trotzdem, ich weiß es nicht, was das bedeutet. Also man hat Spaß, solche Sätze zu bauen. Und manchmal die haben welche Bedeutung für die Gesellschaft, für das Leben. Aber vor allem, das sind die Wortspiele. Das sind die wichtigsten Sachen. Und ich meine, nicht nur bei mir, sondern auch für die so fantastischen Vorgänger wie Stanisław Jerzylec, Karl Kraus und weitere. Das ist fantastische Linie von Literatur, die zeigt, die Leute können mit Worten einfach spielen. Aber nicht alle Wortspielen ohne Bedeutung sind. Ja? Also ich denke bei Stanisław Jerzylec immer an die Anekdote, wie ihn jemand fragt, sagen Sie mal, Herr Letz, schreiben Sie eigentlich auch größere Sachen? Und er antwortet, nein, nur große. So, und jetzt darf ich Herrn Hahn zu uns bitten, dass er uns einige Texte aus dem Roman Das Foto in der Übersetzung von Steffen Enzien. Zunächst vom Anfang des Romans ein paar Eindrücke. Er blickte auf das Foto in der Zeitung. Die Unterschrift: Hier starben täglich rund 100 Menschen an Hunger. Ein Flüchtlingslager inmitten Afrikas. Braune, plattgetretene Erde, übersät mit kleinen Gegenständen, Holzstückchen, Blättern, Papierfetzen, auf der, wie auf einer Tenne, eine Person mit schwarzer Haut liegt, schlank oder eher mager, den Kopf auf die Arme gelegt. Was für ein Bild, dachte er. Wie stirbt es sich vor Hunger? Lange? Kurz? Schmerzvoll? Die Frage ist wichtig. Ein Freund, der Arzt war und eine Arbeit über die Ethik des Sterbens schrieb, hatte ihn einmal erzählt,
Das Irgendwo, es war wohl im alten Japan, aber er war sich jetzt nicht mehr völlig sicher, vielleicht war es auch woanders, sterbende alte Menschen in einem bewachten Raum gelegt und ihnen nichts mehr zu essen und zu trinken gegeben wurde. Das erscheint uns zwar unmenschlich, meinte der Arzt, aber in Wirklichkeit war das ein wunderbarer Tod. Die Leute starben in so etwas wie einer narkotisierten Trance, in einer Erregtheit. Sie vergifteten sich mit sich selber. Vielleicht stimmt das ja, so ging es ihm durch den Kopf, während er das Foto mit den verhungernden Afrikanern betrachtete. Aber die hier sehen nicht aus wie welche, die sich auf einem Drogentrip befinden. Aber vielleicht sieht es auch nur von außen so aus. Ein bekannter Science-Fiction-Autor hatte in einem Roman oder auch einer Novelle eine Situation geschildert, in der den Hauptpersonen irgendwelche Drogen verabreicht werden, die sie denken lassen, es gehe ihnen gut, während sie in Wirklichkeit in extremer und schrecklicher Armut leben. Armut ist schrecklich. Das ist eine Tatsache. Aber das Foto ist wirklich hervorragend, dachte er. Es ist schön. Im Hintergrund liegt auf dem bräunlichen Boden, der vom Abfall her besprenkelt ist, zusammengerollt ein mattschwarzer, leicht glänzender Körper, der in ein rosa Hemd gehüllt ist. Im Vordergrund das halbe Porträt eines Kindes, das den Kopf auf die Hände lehnt und dessen eines mandelfarbige Auge auf den Betrachter gerichtet ist. Ein Auge, in dessen Tiefe ein Wissen zu erkennen ist, für das es keine Worte gibt. Das Foto ist gut präsentiert. Auf einer ganzen Seite, auf gutem Papier, fast wie ein Kunstwerk. Eine durchdachte Komposition. Der Hintergrund, der Vordergrund, das beunruhigende, auf dich gerichtete Auge. Beunruhigend durch seine Ruhe. Der im Bruchteil einer Sekunde festgehaltene Aufprall des Blicks auf die Linse des Objektivs. Sie halten einander fest. Dieser Moment der Interaktion, die in die Länge gezogen wird, eben deswegen, weil sie wahrgenommen wurde. Dieser Typ, er blickte auf die Bildunterschrift, ja, dieser Typ ist ein Künstler. Er erinnerte sich, schon einmal Fotos von ihm gesehen zu haben, sogar sehr oft. Unwichtig. Nicht um ihn geht es ihm in diesem Moment, eher um das Spiel mit Licht und Schatten, der Schönheit und der Bedrohung. Um den Wechsel geht es. Darum, wie sich durch ein paar Pinsel oder Federstriche, das Tippen auf der Tastatur eines Computers oder das Betätigen des Auslösers eines Fotoapparats, Schlechtes in Gutes verwandelt. Denn das Schöne ist doch wie das Gute, dachte er. Wie passiert das? Wie kann sich ein Bild des Schreckens in eines der Schönheit verwandeln? Und dieser Typ, der den Auslöser betätigte, hat der sich auch verändert? Was war sein Anteil an dem Geschehen? Ein Geheimnis, dachte er resignierend. Er fand sich jedoch nicht ab mit der Resignation. Eigentlich gab er nie auf. Er schaute das Foto noch einmal genau an. Einen Moment später stand er auf, ging zum Schreibtisch, nahm eine Schere und schnitt das Foto aus. Dann holte er einen Rahmen heraus, setzte das Foto ein, schaltete einen Strahler ein, richtete ihn entsprechend aus und griff nach seinem Fotoapparat. Lange stellte er die Schärfe ein. Endlich schoss er eine Reihe eigener Fotos. Klick, 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 klick. Jetzt fehlen nur noch die auf den Boden fallenden Patronenhülsen, ging ihm durch den Kopf. Er machte sich nichts vor. Er wusste, dass er ein Foto fotografierte und nicht die Realität. Trotzdem probierte er es. Er musste es probieren. Das, was er wahrnahm oder das, was ihm einzigartig erschien, machte ihn neugierig und beunruhigte ihn zugleich. Vielleicht wäre es besser, von Erschrecken zu sprechen, dachte er. Oder sogar von Bedrohung. Kaum zu erkennen,
im Schatten versteckt und doch deutlich und sich widerspiegelnd mit einem flackernden Glanz, lag es auf dem Boden. Zugedeckt, jedoch nicht ganz. Die Hand zusammengerollt wie ein Knäuel. Eine Gestalt, von der man nicht weiß, ob sie tot ist oder noch lebt. Dieses Etwas, das wahrscheinlich fast niemandem etwas bedeutet, was für ihn war, für ihn wie ein lang ersehntes Zeichen. Wenn das, was er vor sich hatte, das, von dem er annahm, dass er es sah, das war, woran er dachte. Er nahm den Fotoapparat vom Stativ und ging in die Dunkelkammer. Dort tauchte er ein in eine rote, verwandelte Welt mit einem Licht, das die Konturen der Dinge verwischte. So, im nächsten Abschnitt lernen wir jetzt die vier Herren kennen. Er sah sich denjenigen an, der zuletzt gesprochen hatte. Schlank, vor allem in dem Kreis, in dem er sich befand, mit einem länglichen Gesicht, schon im fortgeschrittenen Alter, mit Sicherheit über 60. Blaue, wie auf ewig erstaunte Augen und ein leichtes, entschuldigendes Lächeln. Darin lag etwas von einer kindlichen Naivität, aber auch Offenheit und Gesprächsbereitschaft. Der zweite der Anwesenden, der Rationalist, war ein runder Typ mit roten Wangen, der ziemlich beleibt war. Die grauen Haare hatte er im kurzen Igelschnitt. Sie waren recht dicht für sein Alter und ließen sein Gesicht noch pausbäckiger erscheinen, als es in Wirklichkeit war. Seine Statur passte nicht zu seinen kalten, stählernen Augen und seinem schmalen, zugekniffenen Mund. Er machte einen selbstsicheren Eindruck und wirkte wie ein Dogmatiker, der fremden Argumenten verschlossen gegenüberstand. Und schließlich noch der Initiator des Treffens, mit Sicherheit der jüngste der drei, auch wenn es schwer fiel, sein Alter zu bestimmen. Graumelierte, lockige Haare, eine gerade Nase, ein scharfes, ausdrucksstarkes Profil und das von Beginn an deutlich zu bemerkende und verschmitzte oder vielleicht sogar raudihafte Blitzen seiner Augen machten einen Mann aus ihm, der bestimmt attraktiv auf Frauen wirkte. Er war der Erste, der einen Toast aussprach. Lassen Sie uns auf etwas trinken. Ja, meine Herren, trinken wir auf die Zeit, die uns noch der Ewigkeit zu entreißen verbleibt. Sie ließen ihre Gläser anstoßen. Mit dem Klang des aufeinanderstoßenden Glases dachte er, hier würde etwas seinen Anfang nehmen. Er konnte sich dieses Gefühl nicht erklären, seine einnehmende Intensität. Der andere fügte hinzu, tja, 4 Wochen, das klingt nur scheinbar nach wenig. Ich bin mir jedoch sicher, meine Herren, dass wir wie verändert von hier weggehen werden. Im nächsten Abschnitt unterhält er sich, der Erzähler, mit seiner Mutter und erfährt etwas von seinem Vater, was er bisher nicht wusste. Erst jetzt, während der langen, nicht enden wollenden Gespräche mit meiner Mutter, erfuhr ich die Wahrheit über meinen Vater. Auch die schrecklichste, auf die ich nicht vorbereitet gewesen war, mit der ich mich nicht abfinden konnte. Die Sache reichte bis in das Oflag zurück, in dem Vater im Laufe seiner 5-jährigen Haftzeit von einem Offizier der Abwehr angeworben worden war. Er war ein Leckerbissen gewesen, da er fließend und ohne Akzent auf Deutsch wie auf Russisch gesprochen hatte. Russisch hatte er bei sich zu Hause gesprochen. Seine Mutter, eine Griechin aus Odessa, hatte nie gelernt, auf Polnisch zu sprechen. Die Geschichte über die Großmutter kannte er. Die Familie des Vaters war nach dem Januaraufstand nach Sibirien geschickt worden, nach Tobolsk, und nach dem bolschewistischen Umschwung ins Land zurückgekehrt.
Der Weg führte sie durch Odessa, wo der Großvater sich in die Tochter eines griechischen Kaufmanns verliebte. Eine romantische Geschichte, die damit endete, dass sie zusammen nach Polen fuhren und sich in der freien Stadt Danzig niederließen. Er bedauerte, dass er nicht wie die meisten seiner Altersgenossen Großeltern gehabt hatte. Sie waren schon gestorben, bevor er auf die Welt kam. Besonders interessant, dachte er, wäre es gewesen, die griechische Großmutter kennenzulernen. Schließlich muss es für sie gewesen, schrecklich muss es für sie gewesen sein, so wurde ihm plötzlich bewusst, dass sie bis zu ihrem Lebensende in ihrer polnischen Familie nicht mehr in ihrer Muttersprache hatte reden können. Auch wenn, vielleicht war es auch anders gewesen, gerade nach Danzig hätte es Griechen verschlagen können, griechische Unternehmer oder Seeleute. Und deshalb konnte Vater also Russisch, was in seiner Generation ziemlich selten vorkam. Und genau diese Kenntnis des Russischen war der Grund für sein Lebensdrama. Die Geheimdienstler, die in dem Lager saßen und beobachteten, wie die Lage sich entwickelte, hielten auf nur ihnen bekannten Kanälen Kontakt zur Außenwelt und bereiteten sich auf den zukünftigen Kampf gegen die Sowjets vor. Für ihre Zwecke, für Spionagetätigkeiten, eignete sich jemand, der die russische Sprache gut beherrschte, natürlich ideal. Vater stimmte einer Zusammenarbeit selbstverständlich zu. Bei seiner Entscheidung hatten die patriotischen Gefühle einen guten Anteil, in denen sich die Kriegsgefangenen ständig gegenseitig bestärkten. Dann kam die Befreiung, der Marsch auf Berlin. Die Rückkehr ins Land. Die Lagerangelegenheiten vergaß Vater in dem schnellen Rhythmus des Nachkriegslebens beinahe völlig. Er wurde Redakteur eines damals gerade entstehenden Musikverlags, bis eines Tages jemand vom Geheimdienst bei ihnen auftauchte und ihn an die eingegangenen Verpflichtungen erinnerte. Und er flog auf, meinte die Mutter. Er flog auf. Sie sperrten ihn jedoch nicht ein. Das passierte noch in Krakau. Und aus der Patsche half ihm ein damals bekannter Journalist, auch Schriftsteller, der schon vor dem Krieg ein überzeugter Kommunist gewesen war. Nur, dass sie ihn jetzt bereits an der Angel hatten. Und in Tschetschen zogen sie ihn dann mit hinein. Es war nicht nur die Partei, der er beitrat. Ich denke eher, die Partei sollte ein Tarnungsmanöver sein. Sie sollte ihn decken, einen schützenden Effekt haben. Wahrscheinlich hätten sie ihn lieber als Parteilosen gesehen. Aber darauf kommt es ja auch nicht so an. Es reicht ja schon, dass sie ihn mit hineinzogen und zur Zusammenarbeit zwangen. Das ging übrigens sehr geschickt vor sich. So wie mit Glacé-Handschuhen. Es gab da einen Major der Staatssicherheit, äußerst intelligent, scharfsinnig. Ein paar Mal kam er zu uns nach Hause. Er übte eigentlich keinen besonderen Druck aus. Es schien eher so, als bagatellisierte er das Ganze. Plötzlich aber wurde er, na, wie soll ich es sagen? Nein, brutal ist nicht das richtige Wort. Nachdrücklich, auch das passt nicht. Vielleicht könnte man sagen, unnachgiebig. Es ging dabei um einen Menschen. Wahrscheinlich war er ein wenig älter als wir, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war und davor, genau wie dein Vater, bei der Stadtverwaltung gearbeitet hatte, allerdings in einer anderen Abteilung. Die Sache muss für sie von besonderer Bedeutung gewesen sein. Es wäre unmöglich gewesen, sich da hinauszuwinden. Und weißt du, was er dann tat? Natürlich spielte sich die ganze Sache als zufällige Begegnung auf der Straße ab. Er lud ihn also zu uns nach Hause ein. Er öffnete ihm aber beinahe sofort, welche Rolle er in dem Ganzen spielte. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, was für ein Risiko er damit einging. Was dann später mit diesem Menschen passiert ist, das weiß ich einfach nicht. Er wohnte eine kurze Zeit bei uns, dann verschwand er. Und sie verabschiedeten sich dann auch recht schnell. Vielleicht hat Vater in dieser Sache noch zwei oder drei Mal einen Bericht schreiben müssen, aber das hatte dann schon keine größere Bedeutung mehr. Er hörte dies alles mit Erschrecken. Der Gedanke, sein eigener Vater
war die ganzen Jahre lang, ach, Jahrzehnte lang, ein Spitzel der Staatssicherheit gewesen, lähmte ihn. Er kam noch oft darauf zurück. Seine Mutter wusste aber entweder nicht mehr oder fand, sie sollte nicht mehr erzählen. Eines Tages jedoch, als sie über die Nachkriegsjahre sprachen, kehrte sie noch einmal zu diesem Thema zurück. Schreckliche Jahre waren das, aber auch nicht einfach heute zu verstehen. Es war so, dass sprichwörtlich von einem auf den anderen Moment Leute verschwanden und sich niemand traute zu fragen, wohin sie gebracht worden waren. Bis heute ist nicht bekannt, was mit ihnen geschehen ist. Und gleichzeitig trafst du unter den Kommunisten ehrliche, moralisch tadellose Leute, deren Bekanntschaft du als Ehre ansehen konntest und die wirklich damit beschäftigt waren, anderen, Schwächeren und Gefährdeten zu helfen. Auch sie hatten damals Angst. Und es war umso erschreckender, weil sie sich vor ihren eigenen Leuten fürchteten. Sie sprachen in Chiffren, verständigten sich in einer merkwürdigen Sprache, deren Bedeutung heute schon niemand mehr in der Lage ist, zu entziffern. Und weiter die Mutter mit Reflexionen über die Zeit des Kommunismus. In Ordnung. Aber dieser Unsinn, dieser Idiotismus, durch den sich damals die Leute auszeichneten, die doch keine Idioten gewesen waren, die in der Vorkriegszeit wichtige Erfahrungen gemacht hatten. Warum? Ich denke, dass in jedem einzelnen Fall die Gründe andere waren. Jeder suchte einen Ausweg für sich selbst. Und später wurde daraus eine Lawine. Dabei rede ich nicht von denjenigen, die sich einfach selbst verkauft haben oder das aus Angst taten, unter Druck, auch wenn sie damit sicher die Statistik erhöhten. Ich denke, da lag etwas von einem echten Wahnsinn drin, der aus dem Gefühl entstand, keinen Ausweg zu haben, aus Resignation, aus irgendeinem Glauben heraus, der aus der Verzweiflung herauswuchs. Das passierte schließlich in dieser Zeit nicht nur bei uns, sondern auch hier im Westen. Auf der einen Seite gab es den Druck von der Sowjetunion, auf der anderen den Einfluss dieser Schwachsinnigen aus Paris, dieser ganzen mit dem Kommunismus liebäugelnden Bande, die sich als fortschrittliche Intelligenz begriff. Sie setzten die Maßstäbe. Und für viele in Polen und der Tschechoslowakei hieß das, wenn sie irgendwelche Zweifel haben sollten, sie diese beiseite schieben und einen Umerziehungsprozess oder etwas Ähnliches in dieser Art über sich ergehen lassen mussten. Eigentlich weiß ich es selbst nicht genau, auch wenn ich es sehr gerne wissen würde. Ich sehe diese paar Jahre als eine Merkwürdigkeit. Die Zurechnungsfähigkeit wurde durch den Zwang der Geschichte außer Kraft gesetzt. Eine ganze Epoche wurde verrückt. Und es dauert eigentlich bis heute an. Denn hier geht es nicht nur um den Kommunismus, sondern es geht auch um den rassistischen Wahnsinn und diese ganze Theorie von auserwählten, höher- und niederstehenden Völkern. Diese Massenpampe der Massenideologien, der Philosophien, der Boulevardpresse, das ist das Bindemittel der heutigen Gesellschaft. Und ich sage dir, ich glaube nicht, dass dies schnell enden wird. Es wird sich höchstens umgestalten, eine neue, hinterlistigere und verführerische Form annehmen, die zu verbreiten und an die Werbesprache und die ganze Massenkultur anzupassen leicht fällt. Sie sprach mit ruhiger, vielleicht ein wenig müder Stimme, mit einem Hauch Resignation. Niemals zeigte sie in solchen Gesprächen ihre Emotionen. Früher hatte sie das bestimmt auch nie getan. Immer hatte sie zu politischen Fragen und noch mehr Ideologien gegenüber Distanz gehalten und ihr Misstrauen ausgedrückt. Und du, fügte sie auf einmal hinzu, pass auf mit deinen Verurteilungen. Heute gibt es viele, für die das alles erklärbar und logisch ist. Von solchen Leuten halte dich lieber fern.
Und als Abschluss jetzt noch ein Gespräch der Männer über die Lustration, das heißt über die Art und Weise, wie man mit ehemaligen Mitarbeitern der Staatssicherheit umgehen soll. Eine Zeit lang schauten sie die Zeitung durch, tauschten Bemerkungen über die Artikel aus, die sie lasen. An einem bestimmten Moment kommentierte der Ingenieur die Vorbereitung zu einem Gesetz, das erlauben sollte, ehemalige Beamte des Sicherheitsdienstes öffentlich zu machen und den Zugang zu den Archiven sicherzustellen. Er behauptete, dies sei höchste Zeit gewesen und er würde bereits seit längerem darauf warten, Einblick in seine Akten zu bekommen. Er hörte den Ausführungen aufmerksam zu. Er war kein Gegner der Lustration. Er fand, sie stellte die Chance für all diejenigen dar, die einmal in eine solche Zusammenarbeit verwickelt gewesen waren, sich heute zu ihr zu bekennen und die Möglichkeit einer Erpressung auszuschließen. Sie sollten endlich einmal damit beginnen, dachte er, oder die ganzen Papiere irgendwo wegpetonieren, verbrennen, vergraben. Nur, dass es dazu wahrscheinlich zu spät war. Denn mit Sicherheit gab es irgendwo bereits eine Kopie. Zu lange dauerte das Ganze bereits. Und jetzt blieb die Lustration als einziger Ausweg. Auf der anderen Seite, behauptete er, könnten Sie sich doch dazu bekennen. Und das auch ohne Lustration. Das wäre wahrscheinlich das Einfachste und auch das Ehrlichste. Aber es ist ein utopischer Gedanke, anzunehmen, dass Leute, zumindest diejenigen, die Politiker sind, das Interesse des Staates über ihr eigenes oder die Zukunft in ihrer Partei stellen können. Bei uns wäre das wohl kaum vorstellbar. Schon das Einbeziehen des Staatsinteresses ist bei unseren Politikern ja nur selten anzutreffen. Da wird an die Interessen der eigenen Gruppe gedacht, im Endeffekt also an die eigenen persönlichen Vorteile. Die Lustration jedoch, einmal außer Acht gelassen, dass viele Dokumente bereits vernichtet oder was noch schlimmer ist, versteckt worden sind, ist gefährlich. Sie geht von einer Annahme aus, die ihrem Wesen nach bereits paradox ist. Wenn wir voraussetzen, und das ist richtig, dass das ganze System auf Lügen aufgebaut war, wäre es absurd zu erwarten, dass genau im Geheimdienst nicht gelogen worden wäre, dass keine Berichte und keine Dokumente gefälscht worden wären, dass die Archive, die der Lustration als Werkzeuge dienen sollen, diese ganzen Mappen und Akten eine Schatztruhe zur Wahrheitsfindung sein können. Es sieht so aus, als ob wir auf einmal derselben Staatssicherheit vertrauen sollten, von der wir bereits erfahren haben, dass sie alles gefälscht hat, was es zu fälschen gab. Und seien es auch nur die Materialien, die politischen Prozessen den Weg bereiten. Ja, aber, der Historiker reagierte fast sofort, schließlich wissen Sie doch auch, dass die Dokumente einer zusätzlichen, viele Aspekte einbeziehenden Überprüfung unterzogen werden. Es ist doch möglich, eine Kontrollinstanz einzurichten. Ein Mensch, dem vorgeworfen wird, mit der Staatssicherheit zusammengearbeitet zu haben, kann doch schließlich, wenn er unschuldig ist, seine Rechte wahrnehmen und seine Argumente vor Gericht vorbringen. Seine Pflicht ist jedoch, alle Unklarheiten und Zweifel, die ihn belasten, auszuschließen. Ja, erwiderte er, aber Sie wissen auch ganz genau, was für eine Hölle dann ausbricht. Vor allem dann, wenn die Medien auf den Fall aufmerksam werden. Das ist wie ein Sumpf, aus dem sich im Endeffekt niemand befreien kann. Ich weiß, aus verschiedensten Gründen ist dies alles nicht zu vermeiden. Man muss die Zähne zusammenbeißen und diese Zeit durchstehen. Ich weiß, dass es keine vernünftige Lösung für das Problem gibt. Und sei es auch nur deswegen, weil es außerdem welche gab, die vom Untergrund mit der Zusammenarbeit beauftragt wurden. Später war das nicht mehr nachzuweisen. Und sie selber konnten sich nicht mehr aus der Falle befreien, in die sie geraten waren. Zeugen leben nicht mehr. Die Dokumente aber bleiben bestehen und scheinen herausgelöst aus ihrem Kontext als die einzigen nackten Tatsachen.
Und wie soll so etwas vermieden werden? Sicherlich gibt es nicht viele solcher Fälle, aber es gibt sie. Er unterbrach sich. Einen Moment später fuhr er jedoch fort. Ich wollte jedenfalls auf gar keinen Fall meine Akte einsehen. Morgen sind genau 30 Jahre seit dem Tag vergangen, an dem ich nach einem halben Jahr Haft aus dem Gefängnis entlassen wurde. Als ich hineinkam, hatte ich nicht gewusst, wer ich war. Als ich jedoch wieder herauskam, war ich ein anderer Mensch geworden. Die Gründe dafür lagen natürlich tiefer. Schon vorher war dies absehbar. Aber erst der Knast half dabei, etwas herauszukristallisieren, was davor kaum erkennbar gewesen war, auch wenn es jetzt mein heutiges Handeln, mein ganzes Wesen ausmacht. Das, was einerseits zusammen mit den Beatles, den Balladen von Cohen, aufkam und auf der anderen Seite mit den Lagerliedern, die von den Sowjets hineingeschmuggelt worden waren, wie eine Stereophonie, eine spezielle Mischung von Rhythmen, in denen sich deutlich der Aufstand widerspiegelte, das Nicht-Zustimmen, die Verweigerung und die Ablehnung. Die Welt war einfach schlecht geregelt. Und wir, schließlich gab es nicht nur mich, sondern eine ganze Generation auf der ganzen Welt, so zumindest sahen wir es damals, wurden von dem Verlangen nach dem Wechsel, nach Veränderungen, nach der Revolution, oder wie man es sonst benennen mag, angetrieben. Diese Wellen schlugen aufeinander. Die, die aus dem Westen kamen, und die aus dem Osten. Sie hoben sich jedoch nicht gegenseitig auf, sondern verstärkten sich. Auch wenn sie eigentlich zum Erlöschen hätten kommen sollen, oder zumindest abgebremst hätten werden müssen. Die dort waren irgendwie pro-sowjetisch eingestellt. Und wir hier in der Tschechoslowakei, in Jugoslawien, in Polen, sehnten uns danach, uns aus diesem sowjetischen Netz befreien zu können. Heute, wegen dieser Akten, muss man sich erneut damit herumplagen. Ich habe genug davon. Aber ihr wart doch die Linken, hattet den Kommunismus für euch entdeckt, fuhr ihm der Historiker dazwischen. Und jetzt geht es nicht um Ihre Empfindlichkeiten. Eine Säuberung muss es auf die eine oder andere Art geben. Niemand zwingt Sie ja, Ihre Akte einzusehen. Aber Sie sind ja auch kein Politiker.